Ein Hallöchen und willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Planet Crafter. Genau, wir werden jetzt erstmal hier alle ein bisschen leer räumen. Und es gab jetzt auch schon länger keine Folge mehr, weil ich, ja, sagen wir mal so, nicht ganz so fit war. Und, aber ich denke, jetzt geht es ganz entspannt weiter. Wollen wir mal gucken. So, Vitrine, da können wir dann die Sachen hier auch nochmal eben reinstellen. So, dann brauchen wir, weiß ich gar nicht, wann kommt denn hier das nächste überhaupt? Pflanzenrakete, Pflanzenvermehrer 1000%. Habe ich die schon da hochgeschickt? Ich glaube nicht, ne? Aber irgendwas brauchte ich dafür, glaube ich, für die Pflanzenrakete. Mal hier haben wir noch zweimal eine Baumrinde, die kann ich schon mal rausnehmen. Ich denke mal, die werden wir demnächst vielleicht öfter brauchen, deswegen werde ich da ab und zu mal kurz mal reinschauen. So, Moos haben wir jetzt schon mal 35%. Das sieht doch schon mal eigentlich, denke ich, ganz gut aus. So, wo packen wir denn die Baumrinden hin? Gute Frage. Wir haben so viele Kisten hier. Und trotzdem irgendwie nicht genug. Finde ich. So, auf jeden Fall können wir erstmal hier diese Bioklumpen erstmal loswerden hier. Zack. So. Dann habe ich da noch einen Uranstab. So, dann habe ich noch einen Samen. Komm, packen wir die Baumrinde erstmal da mit rein. Was ist das hier? Pulsarquarz. Da. Haben jetzt auch schon mal 3 Stück. Ich würde sagen, wir machen, bis die anderen alle einmal fertig sind. Ach oh komm, scheiß drauf. Raus damit, dann können die schon mal wieder wachsen hier. Zack, zack. So. Ja, wie gesagt, schon länger nicht mehr aufgenommen. Da muss man jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen, ne? Wenn man jetzt ein paar Tage nicht gespielt hat. Das kommt bei 200 NTI an. Also das wird noch ein bisschen dauern hier. So, die Heizung kommt bei 63. Das heißt, wenn wir den Sauerstoff nach oben pushen, kriegen wir das ganz gut hin. Aber durch die Wärme haben wir gleich den Bohrer Stufe 4. So, was haben wir denn hier? Seewassersammler. Also eine Recyclingmaschine können wir nochmal bauen, glaube ich. Und die Schreddermaschine haben wir noch nicht gebaut, ne? Aber das ist mir, glaube ich, auch erstmal ein bisschen egal. So, wollen wir eben kurz gucken. Gute berechtigte Frage. Lasst uns mal ein bisschen Algen sammeln. Genau. Noch mehr oder ja, warte mal, müssen wir hier drüben ja gucken, ne? Genau, hier haben wir auch noch 2 Stück davon. So. Das läuft.
So, jetzt würde ich aber mal ganz gerne gucken. Habe ich die schon mal da hochgeschickt? Ich meine ja, ne? Ich meine, wir hätten schon eine davon da hochgeschickt. Aber dann müssen wir dann, glaube ich, einfach nochmal gucken. Weil dafür bräuchten wir... Wartet mal kurz. Genau, das müssen wir hier drüben. Das müssen wir hier auch noch machen. Das geht sonst so nicht. Also ich lasse das definitiv nicht so, ne? Das, dafür solltet ihr mich kennen. Das heißt, wir brauchen natürlich jetzt erstmal einen ganzen Haufen Eisen. Guck mal, wir haben schon fast 6 Tonnen Biomasse, ey. War nicht mal so schlecht. Ja, die Algen könnten wir erstmal irgendwo wegpacken. So, und die hatte ich ja auch hier irgendwo eine Kiste für Algen da. Ding. Zack. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Oh, das sind die Heizungen, sorry. Dass wir noch ein bisschen mehr Eisen rankriegen. Yes, baby, Bohrer Stufe 4. So, was machen die? Wärme 0,25, Luftdruck 17, Wärme 25, Luftdruck 459. Alter Falter. Aber da brauchen wir 6-mal Superlegierung für. Also wir haben zwar noch genug Superlegierung, aber wäre es nicht vielleicht schlau zu sagen, machst du die von Hand? Also, wenn ich jetzt... Lass mal gucken, wir brauchen 6-mal Aluminium auf jeden Fall dafür. Ich meine, wir haben doch genug Superlegierung, so ist es nicht, ne? Aber... Ich habe auch genug Aluminium. Und Aluminium kriege ich momentan ein bisschen im Nachschub durch den Bohrer oben. Deswegen würde ich mir das, was ich da habe, ganz gerne eigentlich sparen. So, jetzt brauchen wir noch 5-mal Aluminium, ne? Kriegen wir nicht hin? 4-mal. Da ist die Frage, ob wir wirklich alles genug da haben, ne? 1, 2, 3, 4... Wollen wir mal gucken. Da. So. Jetzt habe ich schon mal 2 hingekriegt. 3, 4. Aber da fehlt ja zum Beispiel schon mal Eisen. Ich glaube, wir müssten mal was essen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Lass mal was Happa Happa machen gehen hier. Erstmal mal ein paar Böhnchen. 60, 40, 35. Ja, ich glaube, die Böhnchen sind am besten hier. Jo, jo, jo. So, ja, dann lass uns doch nochmal kurz 2 Superlegierungen so mitnehmen. Dann haben wir 6 Stück. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Und dann brauchen wir noch 3-mal Osmium.
Habe ich das? Eieiei. Pflanzen, Uran, Aluminium, Osmium. 1, 2, 3. Dann müssen wir noch ein bisschen Osmium sammeln. Aber dann werden wir jetzt nämlich die hier definitiv erlegen. Weil, ganz ehrlich, was soll ich damit noch? Wenn wir dafür den Bohrer T4 haben, der anscheinend einen Ticken größer ist. Oh, okay, also ich muss auf jeden Fall... Okay. So. Ich bin dafür, wir bauen noch einen davon, oder? So eine gute Idee. Ja, das heißt, wir brauchen noch 6-mal wieder Superlegierung. Müssen wir noch mal ein bisschen Material ran schaffen. Ach, guck mal, hier hinten habe ich auch noch Bohrer stehen hier, dann kann er dann eigentlich auch weg. Brauch Silizium. Also man sieht so langsam wirklich, es wird grün, ne? Richtig, richtig nice. So, lass mal gucken, was ist das nächste, was wir freischalten hier? Das ist echt bei 200, aber das rennt gerade echt ordentlich. Das muss man mal sagen. Sauerstoff ist die Heizungsstufe Tier. Stufe Tier, nicht Stufe 4. So rum, die kommt bei 63. Also wenn ich gleich noch einen Bohrer baue, dann geht das ganz gut, denke ich, fertig. So, Bohrer Stufe 4, der kommt bei 750 erst. Und hier brauchen wir 100 MPA, wir sind gerade bei 15. Also wir brauchen definitiv noch einen zweiten Bohrer. Das ist schon mal klar. So, ja, holen wir nochmal Silizium an Start. Eisenstoffe, Titan, Magnesium, Algen. Habe ich hier keine Kiste für Silizium oder was? Doch da. So. Brauchen wir nochmal Kobalt und Magnesium. Räumen wir mal die Bohrer leer, würde ich sagen. Dass wir da mal schauen, eben kurz. Was wollen wir jetzt noch? Kobalt und Magnesium, ne?
So. 1, 2, 3, 4, 5. Also fehlt ich nur noch eine einzige. 6. So. Können wir das auch wieder einpacken? Jetzt brauchen wir noch dreimal Osmium. Eins, zwei, drei. So, dann würde ich nämlich auch direkt sagen, ballern wir jetzt den zweiten nämlich auch direkt hier hin. So. Und jetzt läuft das, denke ich mal, erstmal ganz gut. Weil die erzeugen ja auch gut Wärme. 25 und Luftdruck 459. Das heißt, du meinst alleine fast 1000 Luftdruck mehr. Also Luftdruck rennt auf jeden Fall jetzt ganz ordentlich. Sauerstoff auch. Na, die Biomasse lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. 250 haben wir noch immer. Also das ist dann tatsächlich der nächste Part, der Bildschirmbiomasse und die Heizung bei 63, ne, wenn wir mehr Sauerstoff haben. Aber der Algengenerator T1, wo ist denn der T2? Aber ich hätte ganz gerne erstmal die beiden Monitore noch. Bildschirmbiomasse und den Bildschirmorbitalinformation, das wäre glaube ich gar nicht so schlecht. Wenn wir die natürlich hätten. Aber in der Zeit können wir noch ein paar kleine Verschönerungen machen. Nicht da. Das heißt Verschönerung, aber ein paar Umbaumaßnahmen hier. Wir brauchen hier nämlich dringend mehr Eisen. Um nämlich hier vorne den ganzen Kram mal vernünftig zu bauen hier. Weil das geht so nicht, das bleibt so nicht. Demontieren nicht möglich, Inventar nicht leer. Ach, dann brauchen wir wahrscheinlich mal wieder zwei Baumrinnen drin sind, ne? Oder nicht leer genug. Bei 35 Tonnen kriege ich 9 Nahrungszüchter, okay. Und bei 80 Tonnen kriege ich einen Bienenstock. Auch nicht schlecht. Also entweder ist das Ding nicht leer genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Plätze brauche ich dafür. Also einer zu wenig. Aber... Ach toll. Pass auf. Uran haben wir nicht drin. Aluminium haben wir hier noch. Dann habe ich hier noch Silizium. Titan haben wir noch ein bisschen. Das Eisen brauche ich. Magnesium können wir hier wegpacken. Und das Kobalt können wir wegpacken. So. Jetzt werden wir die beiden Sachen da hinten noch mal eben kurz einmal zerlegen. Das hier bleibt. Und das hier geht weg. So. Okay, das Biodom können wir für, also das Ding können wir schon mal wieder, hier hinbauen. Das ist schon mal gut. Aber ich glaube, warte mal.
Ich weiß gar nicht mehr, wohin ist denn dran? Ja. Genau, und das ist jetzt okay. Jetzt müssen wir aber nur das hier noch zerlegen. Warte kurz. Genau, wir brauchen jetzt leider erst hier ein bisschen mehr Eisen. Das würde ich nämlich ganz gerne jetzt erstmal hier auf ne? Fundamentchen bauen. Wenn, wollen wir das Ganze ja auch ein bisschen ordentlich machen. Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen Eisen sammeln gehen. So leid mir das ja auch tut. Also Schwerpunkt liegt jetzt wirklich nur auf Eisen, es wird nichts anderes gesammelt. Denn das ist nämlich jetzt das, was wir wirklich extrem viel brauchen. Es regnet. Wie schön, dass es regnet. Mir ist noch eine Kiste. Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Allerdings wird der Sauerstoff langsam eng. So, das. Ah, da ist noch Eisen. Ah, ein bisschen haben wir noch. Da ist noch eine Kiste. Okay, damit ist Eisen voll. Dann müssen wir jetzt erstmal zurück. So, dann werden wir das jetzt so ein bisschen ausbessern. Und werden dann
gleich das Ding wieder dahin bauen. Schön, wie es langsam grün wird. Gefällt mir. Wird langsam aber sicher immer grünlicher. So, achso, ich wollte ja was trinken. Wäre zumindest nicht schlecht, sonst habe ich gleich ein kleines Problem. So. Jetzt habe ich auch erstmal meinen ersten Durst ein wenig gestillt. So. Müssen wir natürlich gucken, ob das Ganze auch reicht. Ja. Ich hätte vielleicht vorher mal merken sollen, wie weit ich rein muss. Ach, egal. Wird schon passen. Ah, jetzt habe ich schon wieder kein Eisen mehr. So, wenn ich die zwei Stück noch hinbaue, müsste das ja eigentlich reichen, denke ich mal, ne? Werden wir dann gleich feststellen, denke ich. Wenn wir das Ding dann wieder hier hinbauen. Das hier, ne? So. Ja, und jetzt werden hier wieder Baumsamen produziert. Ein Träumchen. Beziehungsweise Baumrinde. Genau, jetzt gucken wir uns kurz, ob das draußen auch passt und dann... Jo, passt, perfekt. Wunderbar. Dann können wir das Ganze jetzt so stehen lassen und ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Folge. Ah, viel fehlt nicht mehr für die Heizung. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir nämlich danach die Heizung T4 bauen. Und bis 200 MTE fehlt auch nicht mehr viel. Das wird 35 Tonnen. Ja, das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Aber gut Ding will weiter. Weil gut Ding will Weile haben. So, genau. Gut, so, dann würde ich sagen, bin ich raus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.